goedenavond. Hoe was het om kind te zijn in het Derde Rijk? Vorige week toonden we u hoe Duitse jongens van kindsbeen af werden ingewijd in het nationaal socialisme bij het Jungvolk en de Hitlerjugend. En vandaag concentreren we ons op de opvoeding van de meisjes. Zij sloten zich aan bij de Bund Deutsche Mädel. En bij die beweging leerden ze, net als de jongens, om gehoorzaam en volgzaam te zijn. En ze werden er voorbereid op hun voornaamste taak, het moederschap. De Führer zag hen in de eerste plaats als de moeders van zijn toekomstige soldaten. Maar in de oorlog draaide het anders uit. Tegen vroegere beloftes in zetten de nazi's wel vrouwen in voor de strijd. Ze werkten niet alleen in de industrie en de bewapening. Een 500.000 meisjes werd ook ingelijfd bij de Wehrmacht. Velen werden getuigen van de gruwelen aan het front. Er bleef van de idealen van de Bund Deutsche Mädel niet erg veel meer over. U hoort vanavond Duitse vrouwen aan het woord die kind waren tijdens Hitlers dictatuur. In het tweede deel van de reeks Kinderen van Hitler. Aus dem Führerhauptquartier wird gemeldet, dass unser Führer Adolf Hitler heute Nachmittag in seinem Befehlsstand in der Reichskanzlei bis zum letzten Atemzuge gegen den Bolschewismus kämpfend für Deutschland gefallen ist. Ich habe hemmungslos geweint. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Das wäre, als wenn ein unmittelbarer Verwandter gestorben wäre. Mir ist eine Welt zusammengebrochen. Ne? Denn für mich war es bei der Jungmädel und im BDM schön. Ne? Und das andere war auf einem völlig anderen Blatt. Dass das zusammengehört, habe ich nie begriffen. Eerst in Duitsland een gevoel van omwenteling, een gevoel dat de jongeren fascineert. Miljoenen meisjes melden zich aan bij de BDM, de nazistische Bund Deutscher Mädel. We spielten, we lachten, we zangen. We traben ons sogar Kränze ins Haar binnen. Es wurde Erntedankfest gefeiert, weil alle waren satt, hatten Brot. Herinneringen aan de kinderjaren. Was dit nu kameraadschap en hechte gemeenschap? De illusie van gelijkheid viert hoogtij. Da war es egal, ob man aus einer Villa kam oder aus einer Mietskaserne, ob man evangelisch oder katholisch war, da war die deutsche Jugend allgemein. De nazi's lokken de kinderen met de belofte dat ze iets heel speciaals zullen worden. Wenn Sie ein Schulkind sind, ist es für ein 10-jähriges oder 12-jähriges ein fabelhaftes Gefühl, wenn es zum Direktor gehen kann und sagen, Heil Hitler, Herr Meier oder Müller oder Schmidt, ich kann leider nicht zu diesen Stunden in die Schule kommen, ich habe Dienst. Mir traten da manchmal als junges Mädchen, so als 15-, 16-Jährige, die Tränen in die Augen, weil ich eben mich als Angehörige dieses wunderbaren deutschen Volkes empfand. De nazi-jeugdbeweging oefent een enorme aantrekkingskracht uit. Zelfs meisjes die uitgesloten worden, voelen zich aangesproken. Ik wäre sehr gerne auch Mitglied gewesen, sicher. Ik heb alle Mädchen beneidet, die blauen Röcke und die weißen Blusen tragen durften.
Ja, also das war schon schlimm für mich. Ja. Und später wurde mir dann bewusst, ich bin ja eine Jüdin, ich mach das nicht. Het gaat niet alleen om liedjes zingen en spelletjes doen. Op tijd en stond krijgen de kinderen wat ideologie en geschiedenis ingelepeld. Mir war die Totalität des politischen Hintergrundes zu der Zeit auf keinen Fall klar. Ganz sicher nicht. Ich war einfach jetzt im Einsatz, weiterzugeben, was wir konnten. Mit welgekozen Liedjes veroveren de Nazis de harten van de kinderen. Deze teksten zullen ze niet meer vergeten. Vorwärts, vorwärts, schmettern die hellen Fanfaren. Vorwärts, vorwärts, Jugend kennt keine Gefahren. Deutschland, du musst leuchtend stehen, mögen wir auch untergehen. Jugend, Jugend, wir sind der Zukunftssoldaten. Jugend, Jugend, Träger der kommenden Taten. Zittern noch in unseren Adern, aber keiner wagt zu hadern. Mit uns zieht die neue Zeit. Ja, wer sollte denn da nicht mitziehen, nicht? Also. Das war toll. Bin heute in meiner Erinnerung, ich kann es leider nicht mehr singen, weil ich nicht mehr singen kann. Manchmal bin ich geneigt, das nochmal so richtig rauszuschreien. Auch die Marschorde ist doelbewusst gekozen. Erst die Jungs, dann die Meisjes. Aha, ich denke, das ist wunderbar. Na, hast du das bekommen? Was hast du Schönes bekommen? Flieger! Na, wirst du auch ein Flieger werden? Was? Wenn du groß bist, was wirst du denn? Was wirst du? Ach, du bist ja Mädels. Auch in het Derde Rijk moeten Frauen hun Platz kennen. Ich fand es als ein schlimmes Schicksal, als Frau geboren worden zu sein, als Mädchen. Ich konnte ja mein Leben dem Vaterland nicht zur Verfügung stellen. Op kamp gaat het er bij de BDM net zo toe als in het leger. Die wurden ganz schön drangsaliert. Die wurden schön. Wenn da einer sagte, er kann nicht schwimmen, wurde einfach ins Wasser geschmissen. Brutal, also schon brutal, wenn ich heute dran denke. Ja. Dass man, wenn man eine Kolonne vom Fleck bringen will, Gleichschritt halten muss, ist selbstverständlich. Sonst geht das nicht. Eine Schafherde, dafür braucht man Hunde. Der Gleichschritt erzieht außerdem zur Disziplin. Het appel bij het hijsen van de vlag en andere plechtigheden worden vaste rituelen. De Nazi-partij organiseert feestdagen, een doelbewuste concurrentie met de kerkelijke feestdagen. Das war wie die Soldaten, wir wurden regelrecht vereidigt. Und obwohl wir alle 14 waren, wir haben geschworen, unser Leben für Führer, Volk und Vaterland zu geben. Wanneer Hitler te tonele verschijnt, maakt een irrationele hartstocht zich van iedereen meester. War schon eine ganz tiefe, innige Liebe. Das kann ich nicht anders ausdrücken.
Hitler guckte mir in die Augen und er streichelte meine Wange und das war für mich ein unbeschreibliches Ereignis. Ich fand das toll und ich wollte mich auch nicht mehr waschen. Meine Mutter sagte, du bist verrückt. War ich ja wohl auch. Veel meisjes zijn gewoon smoorverliefd op Hitler. Schade, dass der keine Frau hat, haben wir immer gesagt. Nicht so ein netter Mann, der müsste doch eine Frau haben, nicht? Vielleicht wäre dann alles viel besser bei ihm. Elke dag brengt de post nieuwe liefdesbrieven. Lieve Führer Adolf Hitler. Als meisje uit Sachsen wil ik dolgraag een kind van u. Dit is wellicht een zeer ongebruikelijk voorstel. Maar toch laat het me niet los dat een man zoals u kinderloos zou blijven. Hitler reageert niet op de verzoeken. Voor het volk simuleert hij de totale zelfverloochening. Een man die al zijn krachten voor zijn ambt nodig heeft. Eva Braun is een geheime maîtresse. De concubine van een man die vrouwen in de eerste plaats ziet als moeders van zijn toekomstige soldaten. Die vrouw had ook ihr Schlachtfeld. Mit jedem Kind, das sie der Nation zur Welt bringt, kämpft sie diesen Kampf durch. Das ist ihr Kampf für die Nation und der Mann hat seinen Kampf. Der Mann tritt für das Volk ein, genauso wie die Frau für die Familie eintritt. Der Mann tritt für die Gesamtheit der Volksgenossen ein, genauso wie die Frau eintritt für die Kinder, denen sie selbst das Leben schenkt. Hitler overweegt zelfs de meisjes pas het Duitse staatsburgerschap te geven wanneer ze trouwen. De vrouw als onderdaan van de man. Meer nog, de Führer mag zelfs spotten met het principe van gelijkheid. Dan aber komt das Ausland und sagt, ja, die Männer. Aber die Frauen, die können doch bei euch nicht optimistisch sein. Die sind doch gedrückt und geknebelt und versklavt. Ihr macht doch aus den Frauen überhaupt nichts als Haustiere. Ihr wollt ihnen ja keine Freiheit geben. Keine Gleichberechtigung. Ja, was die einen als Joch ansehen, empfinden eben andere als Segen. Was dem einen als Himmelreich vorkommt, ist für den anderen die Hölle und auch natürlich umgekehrt. Nach dem Kriege wurde uns erzählt, wir haben die ganzen Jahre in Unfreiheit gelebt. Das war für mich ein ganz neuer Standpunkt. Ich habe gar nicht gemerkt, dass ich unfrei war. Weil ich den Begriff Freiheit, wie er jetzt erklärt wird, gar nicht gekannt habe. BDM-meisjes maken een voettocht naar Hitlers Berghof. Dat levert mooie beelden op voor het bioscoopjournaal. Het stadion vol vlechten doet het uitstekend op pellicule. Wanneer het enthousiasme wat dreigt te verslappen, grijpt men meteen in. We moesten de hele tijd hier naar onder doorvoeren. Dat moest een halve stunde geweest zijn. Ik zat alles doorgefahren. Waar moesten we den arm hoog houden? En er waren links en rechts in jeder Reihe je einer. Da ging immer durch bis zur Mitte und zurück. Und jedes Mal, wenn irgendwo ein Arm nicht mehr hochstand, wurde er hochgeschlagen. Kegelzwaaien voor het Derde Rijk. Een discipline van de BDM-afdeling Geloof en Schoonheid. Man schwärmt heute noch davon. Das war ein ästhetischer Genuss, wenn dann mehrere hundert Mädchen in dieser damals doch Kessen kurzen, in dem kurzen Gymnastikanzug, der auch sehr weiblich war, alle gleichzeitig diese Bewegung machen. Und also was war daran eigentlich schlecht? Niet de oefening zelf, wel het doel. De BDM-leuzen zijn ondubbelzinnig. Erfelijk niet belaste kroost. Zuiver houden van het ras. De Noordse vrouw wordt afgebeeld als de bekroning van de schepping. Hitler wil het zo en Leni Riefenstahl, zijn lievelingsregisseur, enceneert het ook zo.
Rasse war das wichtigste Wort in unserem Leben. Wissen Sie, es hat für mich peinliche Dinge gegeben. Man hat mich sowohl in der Schule als auch im BDM wegen meines Aussehens als Beispiele genommen für die nordische Rasse. Es war furchtbar. Wir waren eifersüchtig auf alle Klassenkameradinnen, die blond waren, mit schönen Zöpfen und blaue Augen hatten. So weit war's. De stamboom en de dokter beslissen wie tot het uitverkoren ras wordt gerekend. 17-3. In de bioscoop wordt uitgelegd waarom. Niet meer toevallig. Sondern bewusst wird das Gesunde sich zum Gesunden finden. Zur glücklichen und richtigen Gattenwahl. Gebt euer Bestes eurem Volke. Dann werdet ihr zum besten Volke gehören. Wir waren die besseren Menschen auf der Welt, wir waren die tüchtigeren Menschen auf der Welt, wir waren die schöneren Menschen auf der Welt. Und Juden waren genau das Gegenteil, so wurde es uns interpretiert. Rassenkunde ist ein verplicht Schulfach. Die Reichsjugendführung sorgt für das Lesmaterial. Wenn man Tag für Tag, es gibt diesen Spruch, jeder Tropfen höhlt den Stein. Und wir waren wie ein Stein, der so langsam das reintropft und dann glaubt man, das ist schon alles in Ordnung, ne? De meisjes beginnen de rassenkunde toe te passen in hun eigen omgeving. Einige haben es bedauert und andere waren halt gleichgültig. Die haben gesagt, wir sind jetzt Nationalsozialisten, wir gehören zum BDM, du gehörst nicht dazu. Du bist eine Saujüdin. Ich habe ja nichts gegen dich persönlich, aber ihr Juden, ihr seid schuld an allem. Das war die Tendenz. Dagelijks worden meisjes uitgesloten. Ongemerkt wennen de kinderen eraan. Da musste man schon Angst haben, wenn ich mit einem bunten Rock dort vorbeiging. Da wussten sie ja, dass das ein Zigeunerkind ist, nicht? Und da spuckten sie aus oder mir mitten ins Gesicht. Und sie brüllten auch Zigeuner, Gsindel und. Tijdens de Reichskristallnacht in november 1938 worden overal in Duitsland synagogen in brand gestoken. De staat keert zich openlijk tegen gebedshuizen en mensen. Ook kinderen kijken toe. Sie zerrten eine alte Frau die Treppe runter an den Haaren. Und ich habe gestanden, ich habe gedacht, das, was tun die, was machen die, was ist das? Aber was ich zuletzt gedacht habe, die muss was verbrochen haben, das ist sicher eine Verbrecherin. Aber ich weiß, dass ich hinterher gebrochen habe. Es hat mich so aufgeregt, dass mir es übel wurde. So Dinge haben auch Kinder gesehen. Aanraken ist verboten. In Nazi-Termen klingt das so. Ein Wort, das uns eingebläut wurde. Halte dein Blut rein. Es ist nicht nur dein. Es kommt weit her, es fließt weit hin und alle Zukunft fließt darin. Halte rein das Kleid deiner Unsterblichkeit. Das war deutlich. Selbst in der Liebe müssen die deutschen Mädchen Disziplin haben. Ein Mädchen, das noch vor ihrem Huwelijk schwanger raakt, geht unverbiddelijk aus. Deutsche Mädchen hören keusch zu sein. Es war eine völlig andere Jugend wie heute, wo das Durchschnittsalter des ersten Geschlechtsverkehrs bei 15 liegt. Ne? Bei uns lag das jenseits der 20. Ne? Und ich weiß noch, wie man stolz war, wenn sich ein Jungsführer in einen verknallt hat.
Ne? Und dann hat man aber die Schulter gezuckt und gesagt, ich bin ein deutsches Mädchen. Es war so, wisst ihr, ein deutsches Mädchen ist keusch und süchtig und erst nach der Heirat wird's Mutter. Aber noch gleich. Oefening baart Kunst, so vroeg mogelijk. Moederschap is het hoogste doel. De meisjes zullen de ingeprente leuzen nooit meer vergeten. En Mütter tun ons nood, die ihren Weg erkennen und die im Takt der lichten Herzen gehen und die sich stolz ein deutsches Mädchen nennen und froh und stark zu ihren Pflichten stehen. Vier kinderen geven een vrouw recht op het Mutterkreuz, ook al is ze intussen grootmoeder. Duitse vrouwen moeten de Führer kinderen schenken, de soldaten van morgen. Voor zijn eerste oorlog heeft hij er al genoeg. Tijdens de aanval op Polen slaan de Duitsers in alle hevigheid toe. De Poolse meisjes ondervinden dat het eerst. Hier begint ook de volkerenmoord. Tekst en uitleg krijgen de Duitsers in de bioscoop. Dieses ostjüdische Untermenschentum hat seit jeher Westeuropa das internationale Verbrechergesindel geliefert. Von hier aus wurden die Demokratien mit Taschendieben, Zuhältern, Rauschgift- und Mädchenhändlern, internationalen Bankschiebern und Hetzjournalisten versorgt. De meisjes moeten leren haten. Zelf zijn ze bang voor wat komen moet. Wir haben bei den Heimabenden alles Mögliche für die Soldaten gemacht. Wir haben für die gestrickt, wir haben denen Briefe geschrieben. Es war einfach so, die kämpfen für uns, wir müssen was für die tun. Für das Kriegshilfswerk knutzeln die Mädel Spielgut in elkaar. Een jaar later rijdt Hitler, die half Europa onder de voet gelopen heeft, over een bloementapijt door Berlijn. De overwinningsroes brengt velen in vervoering. Ook op school wordt de geschiedenis herschreven. We staan alle met dankbarem Herzen unserem Wilhelm Tell gegenüber en legen unser Schicksal in seine Hände, in die Hände Adolf Hitlers. Es wird für uns alle eine heilige Pflicht sein, unser Vaterland zu beschützen und zu vollenden, denn die Erbfeinde, die sich um uns lagern, versuchen immer wieder, unsere Blüte zum Welken zu bringen und unser Land durch einen Vernichtungskrieg wieder zu zerstören. So einen Wahnsinn hat man damals geschrieben und vor allen Dingen so wurde man nationalsozialistisch erzogen. De nazi's maken dankbaar gebruik van het jeugdige enthousiasme. De Hitlerjugend moet de oorlogseconomie meedraaiend houden. Die Millionen schaffen der Jungen und Mädel in der deutschen Rüstungsproduktion. Bei der Betreuung unserer Soldaten. Bei der Nachbarschafts- und Einkaufshilfe unserer Mädel. Als Helferinnen in den Säuglingspflegestätten. Bei der täglichen Zustellung der Zeitungen. Als Kindergärtnerinnen, in den Nähstuben der Mädel zur Behebung der ersten Not. Als Erntehelfer des deutschen Bauern und bei der Unterstützung der deutschen Bäuerin. Sommige Meisjes willen veel meer dan alleen maar helpen. Ich weiß, dass ich mich manchmal als junges Mädchen vor den Spiegel gestellt habe in einer heldenhaften Pose. Und mir vorstellte, ich könnte jetzt für Führer, Volk und Vaterland mein Leben lassen.
Und dann könnten alle anderen weiter in Frieden leben und das Großdeutsche Reich würde erhalten bleiben. Solche seltsamen Anwandlungen hatte ich hin und wieder. Auch der Bund Deutscher Mädel werkt mee aan de dodencultus en aan het waanidee van het hoogste offer voor het vaderland. In de kranten vullen de lijsten van gesneuvelden al gauw vele bladzijden. Op het thuisfront draait niets meer zonder de arbeidskrachten van de Hitlerjugend. Wanneer conducteurs onder de wapens geroepen worden, moeten meisjes hun taken overnemen. Sommige meisjes zijn getuigen van gruwelen. We hadden eenmaal een Sonderfahrt. Daar wurde ons gezegd, die beiden Wagen, je braucht diesmal niet kassieren. Ja? Je fahrt die nur zum Bahnhof. Und wahrscheinlich haben die Leute irgendwo hingefahren zum Umbringen. Da hätte einem schon ein Licht aufgehen können, oder ist mir vielleicht auch eins aufgegangen damals. Wir wohnten noch in der Stadt. Da wollte ich sie morgens abholen zur Schule. Also wir waren unter 10 Jahre. Und da stand vorm Haus ein Lastwagen, dort waren Möbel raufgeworfen. Und ich war als Kind furchtbar erschüttert. Ich habe gesagt, so eine Gemeinheit. Sie sagt mir nicht Bescheid, dass sie auszieht. Wie wist von den Misdaden af? Was wist man precies? Also wir haben ja auch nichts erfahren. Und das ist das, was ich nicht begreifen kann oder was ich nicht verstehe. Vielleicht will ich es nicht begreifen. Dass immer noch gesagt wird, na, das müsst ihr doch gewusst haben. Wir haben es nicht gewusst. Es war bekannt, dass es das KZ gibt. Es war bekannt, dass man da gequält wird. Es war bekannt, dass die aus Haut, aus Menschenhaut, Lampenschirme machen. Es war bekannt, dass man denen die Goldzähne rausreißt. Also ich wusste das alles mit 12. Wir haben es nicht gewusst. Und das glaubt uns keiner. Und das ist so schrecklich. Ich meine, es hätte nichts geändert. Wir hätten, mein Idealismus wäre natürlich noch früher verloren gegangen. Aber geändert hätte ich ja auch nichts. Auch die Kinder von toen tragen die gruwelijke Erfenis mit sich mee. Und ich habe dann später immer Parallelen gezogen. Was passierte da, als du das und das erlebtest? Was passierte da? Zum Beispiel die Deportation meiner späteren, meiner Schwiegermutter, die ich nie gekannt habe. Ne? Die wurde 41 mit einem der ersten Transporte mit 65 Jahren nach Riga transportiert und dort erschossen. Ne? Was habe ich da gemacht in der Zeit? Ne? Natürlich fühlt man sich nicht frei von Schuld, nur man sagt sich andererseits, wir sind eben als Kinder missbraucht worden. Wir haben gar nicht begriffen, dass wir missbraucht wurden. Wir haben geglaubt, dass das wahr ist, woran wir zu glauben gewöhnt wurden. Meer dan 3 miljoen meisjes werken in de industrie en de bewapening. Zonder hun inzet zou Hitler geen oorlog kunnen voeren. Wie zich wil onttrekken, riskeert zware straffen. Onze moeder had immer gezegd, doet alles wat ze van euch verlangen of fordern, damit ihr nicht ins KZ komt, auch wenn ihr arisch seid. Macht keinen Fehler. Jeder Fehler ist tödlich, kann tödlich sein. Verzet wordt met de dood bestraft. In München verspreidt de studentenverzetsgroep Die Weiße Rose pamfletten tegen Hitler. De studenten en een jonge professor worden verklikt, gearresteerd en terechtgesteld. Onder hen Sophie Scholl, een BDM-meisje. Ten noorden van Berlijn ligt het vrouwenconcentratiekamp Ravensbrück.
Enkele bewaaksters hebben in de BDM carrière gemaakt. Wenn eine was gesagt hat, Schnauze. Ja. Und Schnauze. Und wenn sie so gemacht hat, da hat es geblutet. Das ist klar. Und immer am Kopf geschlagen. Und immer wieder diese wahnsinnige Demütigung von einer Frau sich zu gefallen lassen. De oorlog blijft niet langer buiten de landsgrenzen. De eerste aanvallen komen via de lucht. Hitler laat ook vrouwen bij de Wehrmacht inlijven. Hij verbreekt nog maar eens een van zijn beloften. Ik würde mich schämen, een deutscher Mann zu sein, wenn jemals im Falle eines Krieges auch nur eine Frau an eine Front gehen müsste. Wenn Männer so erbärmlich werden und so feige werden, dass sie ein solches Vorgehen dann entschuldigen mit dem Wort Gleichberechtigung der Frau. Nein, das ist nicht Gleichberechtigung, denn die Natur hat die Frau dafür nicht geschaffen. Sie hat sie geschaffen, dass sie die Wunden des Mannes pflegt. Das ist ihre Aufgabe. Der Oorlog legt eine andere Wirklichkeit auf. Ich habe mich noch freiwillig als Nachrichtenhelferin gemeldet, um den Krieg zu gewinnen. Weil ich einfach meinte, das müsste sein und ich müsste mithelfen. Einkleidung. Jede Nachrichtenhelferin bekommt ein Kostüm, zwei Blusen, mehrere Paar Strümpfe und Schuhe, einen Mantel und das schmucke Schiffchen. Die Nachrichtenhelferinnen sind Angestellte der Wehrmacht und bekommen als solche ein monatliches Gehalt. Zahllose deutsche Frauen und Mädchen lernen als Nachrichtenhelferinnen die Schönheiten Großdeutschlands und Europas kennen. Vor allem aber sind sie unseren Soldaten Helferinnen zum Sieg. Nachts wordt het bittere ernst. Meisjes worden bij de luchtafweer ingezet. Das war schlimm. Und ich erinnere mich an eine Situation, wo ich also tatsächlich einen Gegner im Fadenkreuz hatte. Und ich hätte, also wenn ich nach den Befehlen gegangen wäre, die man auszuführen hatte, hätte ich auf den Knopf drücken müssen. Aber ich habe es nicht getan. Ich konnte es nicht. Een 500.000 meisjes trekt het uniform van de Wehrmacht aan. De oorlog heeft zo zijn eigen wetten. Wir hatten mal in der Nachbarscheinwerferstellung, da war mal auch ein schwerer Angriff. Und die Mädchen, die den Scheinwerfer bedienten, dann sind die in Deckung gegangen, also die Bomben so zahlreich fielen. Die hat man erschossen, wegen Feigheit vor dem Feind. Die Bombardemente und Feuerstürme bringen die Mädchen het dichtst bei der Grübel von der Oorlog. Es ging immer darum, so möglichst viele Menschen lebendig da rauszuholen. Und da war, heute sage ich mir, wie konnten wir damals mit 14, 15, die Pickel, war es wie so Eispickel, ja, wo wir da alle die Trümmer weggemacht haben und mit den Händen und mit allem. Und wenn dann endlich das Fenster frei war und der Erste kam raus, das war ein solcher Jubel, das kann ich Ihnen gar nicht sagen. Zulke ervaringen vergeten de meisjes nooit meer. Ook de emoties laten hen niet meer los. Ik had fürchterliche angst, maar ik was een held. Ik heb mitgearbeitet, ja. BDM-meisjes blussen branden, ruimen puin en zorgen voor mensen die door een bombardement hun woning verloren hebben. Het front ligt nu in Duitsland, tussen de puinhopen. Slachtoffers van bombardementen in Hamburg. Ook de kinderen krijgen die gruwelijke beelden te zien.
Und da lagen so in Reihe und Glied die Toten zugedeckt mit einer Decke und Namensschilder auf der Brust. Und wir hatten die Aufgabe, unter der Decke nach einer Hand zu suchen und das Namensschild da dran zu machen. Und ich war da neugierig und habe oben die Decke weggemacht und habe dann einen blauen Kopf gesehen, dunkelblau. Und dann ist mir übel geworden. Und dann hatte ich nur Angst, du hast versagt. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, nur versagt. Overal dezelfde taferelen. Toch mogen Duitse meisjes zich niet van hun zwakke kant laten zien. Ze moeten blijven lachen. Ook die Mädels vom BDM maken unseren Verwundeten gelegentlich eine Freude. Ich habe in einem Reservelazarett gearbeitet und da waren die Soldaten von der Ostfront da und es ist mir sehr, sehr nahe gegangen, wie junge Männer ohne Bein, Schussverletzungen da lagen, nicht leben und nicht sterben konnten. Manche konnten vor Schmerzen die ganze Nacht nicht schlafen. Nicht mal die schweren Mittel, Morphium und was wir hatten, hat mitunter geholfen. Also das war erschütternd. In de eindstrijd wordt alles geprobeerd. Ballons tegen vliegtuigen, meisjes tegen panzers. Da wurde ich zum Volkssturm eingezogen. Und wir mussten abends nach der Arbeit aufs Rathaus und mussten da anhand von Zeichnungen lernen, wie eine Panzerfaust innen und außen aussieht. Und so lange, bis wir das Innenleben dieser Panzerfaust wirklich voll integriert hatten und wussten, wie geht eine Panzerfaust. Es war irgendwo auch ein Ehrgeiz. Ich glaube nicht, dass ich gedacht habe, ich sterbe für Hitler. Nee, wir müssen gegen die los, die da uns so wehtun. Ohne Unterschied des Alters und des Geschlechtes, der Herkunft und des Berufes steht das deutsche Volk im totalen Kriegseinsatz. Im Osten gilt es, gegen den anstürmenden Bolschewismus einen Verteidigungswall zu bauen. Het regime heeft dringend nood aan meer jongeren. SS-chef Himmler richt daartoe speciaal een vereniging op. Doelstelling: rassisch und erbbiologisch wertvolle werdende Mütter unterzubringen und zu betreuen, bei denen nach sorgfältiger Prüfung der eigenen Familie und der Familie des Erzeugers anzunehmen ist, dass gleich wertvolle Kinder zur Welt kommen. De nieuwe vereniging heet Lebensborn. In Duitsland komen er 90 huizen. Wat zich in de Lebensborn te huizen afspeelt, weten de Duitse meisjes alleen van horen zeggen. Die war auch Führerin beim BDM und dann ist sie und dann war sie mal eine Zeit lang weg und dann kam sie wieder und dann war sie schwanger und war aber nicht verheiratet, hat auch nie geheiratet nachher. Und dann hat es geheißen, die war beim Lebensborn und hat dem Führer ein Kind geschenkt. Das war ja jene Geschichte, wo sie, wenn sie hätte, keinen Mann hatten, aber gerne Kinder wollten, konnten sie ja 3 Wochen dahin reisen, zu den schönen Hengsten, den deutschen, germanischen, blonden Riesen. Und wenn sie Glück hatten, wurden sie schwanger. De Wahrheit ist helemaal anders. In de Lebensborn te huizen worden geen kinderen opgevoed. Het zijn kraamklinieken voor ongetrouwde moeders. SS-opvoeders moeten de kinderen grootbrengen. Ook in het BDM vindt de oproep om meer kinderen te krijgen gretig gehoor. Meine Schwester war in einem Mädchenlager untergebracht und kurz daneben war ein Männerlager. Und die Leiter von beiden Lagern haben in der Nacht Türen und Fenster geöffnet,
wenn die Mädchen schon schlafen gegangen waren. Und haben die Burschen dann, die RAD-Burschen, rüber in das Mädchenlager geschickt und die fielen dann natürlich über die Mädchen her. Het Oostfront is allang ingestort. Wanneer het Rode Leger het eerste Duitse grondgebied verovert, nemen de Russische soldaten gruwelijk wraak op de burgerbevolking. In diesen von deutschen Truppen wiedereroberten Orten ist jedes Haus von den Grausamkeiten bolschewistischer Soldateska gezeichnet. Die Bestialitäten sind zu ungeheuerlich, als dass alles gezeigt werden könnte, was die Kamera festhielt. De Duitse vrouwen en meisjes worden het eerste slachtoffer van een jarenlang opgestapelde haat. Ik ben monatelang zo gelaufen, dat kunnen ze zich gar niet voorstellen. Die hebben ons gejaagd wie Hasen. Ze kamen nacht für nacht. Ze schlugen onze Türen ein. Wo ist Frau? Ich will das Wort nicht gebrauchen, aber ich höre noch heute die Frauen schreien. Honderdduizenden Duitse Frauen worden verkracht, vernederd en als oorlogsbuit misbruikt. Ich dachte, der Soldat würde mich nur erschießen. Und ich war irgendwie dankbar, war ja vorher nicht aufgeklärt worden, nichts. Aber ich war froh, dass ich noch lebte. Es war natürlich furchtbar. De Duitse Nederlaag is totaal, militair en moreel. De Duitsers staan voor het jaar nul. Erkennen müssen, dass man an ein falsches Ideal geglaubt hat, dass das Ganze ein Betrug war und dass man da einfach missbraucht worden ist, das tut furchtbar weh. Wir waren schon eine missbrauchte Generation. Und wir waren eine Kriegsgeneration. Ich bin Kriegskind. Ich kannte eigentlich hauptsächlich Krieg und Ängste. De Duitsers zijn nog niet bekomen van de trauma's als ze een nieuwe schok te verwerken krijgen. De overwinnaars dwingen hen de concentratiekampen te bezoeken. Zoals hier in Buchenwald, vlakbij Weimar. Schuldig von etwas Schlechtem begeistert gewesen zu sein und Heil geschrien zu haben. Das war irgendwie eine Schuld. In diese Puinhopen beginnen viele deutsche Frauen hun tweede Leben. Sie tragen eine gruwelijke Erfenis mit sich mee. Die Oma's von nu haben eine schwere Last getragen. Volgende week ziet u hoe ook de scholen meewerkten aan de nazi-indoctrinatie. Nationaal-politieke opvoedingsinstellingen leidden de toekomstige elite op voor het Derde Rijk. Dat is een van de haupterziehungsmittel überhaupt geweest. Ons zu einer unabdingbaren Pünktlichkeit, zu unabdingbarer Disziplin, zu unabdingbarem Gehorsam zu erziehen, was wir als Lehrer natürlich auch weiter zu vermitteln hätten an unsere Schüler. De kinderen geloofden dat hen een grote toekomst wachtte als schouwleider in Moskou of partijchef in LA. Ze leerden zich het superieure ras te wanen, de Joden te haten en hun leven te geven voor het Rijk.
Volgende week ziet u het derde deel in de serie Kinderen van Hitler. Heel graag, tot donderdag.